Einfach mal ein bisschen Feuer regnen lassen. Aua, das tut doch weh, sowas. Hier, hast du ein Geschenk. Das ist dein Tod. Genau, bringen wir es einfach hinter uns. Weil du tot bist wahrscheinlich. So, dann haben wir hier noch eine Leiche. Juhu, noch jemand zu Hause. Scheint nicht so. Helfen wir Fenris gleich. Na klar, warum denn nicht? Ach, Gamlin hat auch schon wieder eine Nachricht für uns. Aber ja, wir helfen Fenris erstmal. Jetzt zeigen wir ihnen, was wir können. Oh, nur weil da oben eine einzelne Wache uns gesehen hat. Eine falsche Wache. Oh, jetzt haben wir eine Frau geschlagen. Ist das moralisch verwerflich in einem Spiel? Ich weiß es nicht. Na gut, sie greifen uns an und Frauen wollen ja auch gleichberechtigt werden. Also gehe ich mir einfach aus, dass es rechtmäßig, rechtens okay ist. Warum? Da fehlen uns auch die XP. So, dort unten ist die Hütte von dem alten Sack. So. Niemand hat das Anwesen verlassen. Aber ich habe von drinnen auch kein Geräusch gehört. Daenerys weiß vielleicht, dass wir hier sind. Das sehe ihm ähnlich. Wer ist dieser Mann? Ich hätte nichts dagegen, etwas mehr über diesen Daenerys zu erfahren. Er ist ein Magister des Reichs von Tevinter. Oh, das ist alles? Dann besteht ja kein Grund zur Sorge. Dort ist er ein wohlhabender Magier mit enormem Einfluss. Hier ist er nur ein Mann, der ebenso schwitzt wie jeder andere, wenn ihn der Tod holen kommt. Ein vorbereiteter Magier. Großartig. Was kann uns im schlimmsten Fall schon passieren? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das heißt jedoch nicht, dass wir leichtsinnig sein sollten. So, Fenris müssen wir mitnehmen. Das heißt, wir nehmen noch Anders und Varric mit. Ich fürchte euch nicht, Daenerys. Schreie doch nicht so rum. Musst du nicht gleich erst aufschrecken. So, kann der schon hier irgendwas einsetzen? Nö. Okay. Dann kriegt er hier seine Punkte. Einmal 1 Meter auf 2-nige Angriffe und einmal 10% kritische Trefferchance und Straucheln bei kritischem Treffer. Bei normalen Gegnern. Okay. Ist ja genauso ein Zweihandschwertkämpfer wie Carver.
Achtung, zu den Waffen! Mach keine lauten Geräusche. Die Info kam zu spät, Varric. Ich mache es kurz. Das war nicht besonders klug. So, kurz, Falle einfach, die haben wir leider ausgelöst schon. Er schickt Geister aus, um sie für sich kämpfen zu lassen. Daenerys! Der ist gerade nicht da, der ist gerade beschäftigt. So, 20 Willenskraft, jetzt noch 2 auf Magie. Und wir verbessern erstmal den Feuerball. Durchmesser auf 10 Meter und Elementargewalt plus 2 Mal. Könnt ihr mich hören? Eure Kreaturen halten uns nicht auf. Ja, so. Das nehmen wir alles mit. Öffnen das nächste Türchen. Wie ein Adventskalender. Und jetzt gehen wir nochmal durch ein Türchen. Wir werden angegriffen. Wie überraschend. Tja, da hat er auch wieder recht. Das ist ja sehr überraschend. Yeah, das ist doch mal eine Reichweite. Der brüllt komisch rum. Oh, ein Dämon des Zorns, da können wir gleich mal Eis drauf knallen auf den. Warum nicht? Verdammt! Wie viele habt ihr, Hawk? Auf jeden Fall noch nicht genug. Das wäre erledigt. Na super, wir hätten die Falle ausgelöst gerade. Ich wusste, dass das passiert. So, dann einmal das hier. Dann noch einmal den hier. Dann nochmal hier den hier. Und dann müssten alle tot sein. Gut, fast alle. Das sieht nicht so aus, wir haben es geschafft. Was sind denn das hier für Einrichtungsgegenstände, ey? Wer stellt sich denn sowas in die Bude? Also den Architekten würde ich verklagen, ist eine Körperverletzung, Tierquälerei. Das ist ja Modern Talking. So, haben wir hier noch irgendwo was? Erstmal in den Raum reinstürmen. So, hier ist noch eine Truhe, die nehmen wir mit. Da ist noch eine Truhe. Den Inhalt nehmen wir mit, nicht die Truhe. Bücher. Haben wir was zum Lesen hier? Nein. Oh, hallo, wie geht's euch denn? Hier, ich habe ein Geschenk für euch. Könnt ihr das sogar behalten? Oh, schon ist er tot. Du bist erledigt. Ja, dafür ist sicher nachlässig. Was? Das kann nicht sein. Wie kann sich denn Bianca vernachlässigt fühlen? Das geht doch nicht.
So, Rückstände des Bösen. Mann, hätte ich das jetzt nicht gefunden in einer Truhe, das ist ja Wahnsinn. Achso, Level Up hat Varric. Attributen, so, jetzt setzen wir uns mit Klugheit auf 20. Da können wir jetzt Standard-Truhen und Standard-Fallen knacken. So, hier ist noch nichts. Dann machen wir jetzt erstmal hier plus 7 Dauer und minus 5 Regenerationszeit. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Haben wir jetzt schon angegriffen? Nö. Wollte schon sagen. Wir haben nicht mal was gemacht. Nochmal ein Rückstände des Bösen. Jawoll. Da freue ich mich doch total. Mann, meine Begeisterung kennt da jetzt gar keinen Ausdruck weiter. Bin ich ja total begeistert, dass ich diesen Epic-Gegenstand gefunden habe. Vielleicht könnte ich es ja mal versuchen. Ja, Standard müsstest du ja mittlerweile aufkriegen. Das war's schon. Genau, einen verzauberten Stab haben wir gekriegt. Gleich mal gucken, so Perlenschnur, was haben wir denn? 6 Gesundheit und Gegner hinterlassen mehr Gold. 12 auf Angriff, das nehmen wir einfach mal. So, verzauberter Stab, 13 Schaden und ausdauernd Mana-Regeneration. So, Fenris, du hast ein Level up. Gehst du auf Stärke. Nee, das kann er immer noch nicht machen. Dann gehst du erstmal auf Sense. Das müsste es gewesen sein. Oh, hallo, wer bist du denn? Ein Arkaner Schrecken, der gleich erstmal ordentlichen Schaden reingedrückt gekriegt bekommen hat. Oh, schon tot. Codex hat sich aktualisiert. Ach, wir haben keine Zauber mehr übrig, die noch nicht fertig sind. Beziehungsweise wo die Cooldown-Zeit noch nicht abgelaufen ist. Wir haben gerade keine Zauber parat. Ein Zeichen, was denn für eins? Ein Markenzeichen? Er ist weg. Ich hatte gehofft. Nein, es ist nicht länger von Bedeutung. Ich nehme an, Daenerys hat einiges von Wert zurückgelassen. Nehmt es, wenn ihr möchtet. Ich brauche frische Luft. Ach, der Ärmste. Hat er seine Rache nicht gekriegt? Oh, wieder ein Taschentuch. So, Haube des Sklavenhändlerfürsten. Hört sich beeindruckend an. Sechs Mana, zwei kritische Treffer und hat sogar noch einen Sockelplatz. Oh Gott, sieht das Ding hässlich aus. So, Anders hat aber ein Level Up. Das finde ich sehr gut. Heilung. Pff, ja, Siegel des Rückstoßes. Und wir verschwinden selbstverständlich auch wieder aus diesem Haus. Es wird niemals enden. Ich bin aus einem Land voll dunkelster Magie entkommen und werde doch bei jedem Schritt von ihr verfolgt. Sie ist eine Qual, die sich in mein Fleisch und meine Seele gebrannt hat. Und jetzt finde ich mich erneut in Gesellschaft eines Magiers wieder. Ich habe euch dort drin Zauber wirken sehen. Mir hätte früher bewusst sein müssen, was ihr tatsächlich seid. Sagt mir, welche Art von Magier seid ihr? Wonach strebt ihr? Warte mal, was haben wir hier? Überleben? Nach nichts? Findet es raus? Macht? Ist das ein Problem? So, findet es raus. Soll ich uns wirklich den ganzen Spaß verderben, indem ich es euch erzähle? Ihr seid fähig. So viel weiß ich. Hawk ist nicht der Einzige hier, der über Magie verfügt. Ich fürchte, ich erscheine euch undankbar.
Falls dem so sein sollte, entschuldige ich mich. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernen. Ich habe Daenerys zwar nicht gefunden, aber ich stehe dennoch in eurer Schuld. Hier habt ihr alles Geld, das ich besitze, genau wie Enzo es versprochen hatte. Und solltet ihr jemals Hilfe benötigen, werde ich sie euch mit Freuden gewähren. Ihr würdet einem Magier helfen? Ich hatte gerade eben nicht unbedingt den Eindruck, dass ihr besonderen Wert auf meine Gesellschaft legt. Ihr seid nicht Daenerys. Und ob ihr ihm ähnlich seid, wird sich noch zeigen müssen. Okay, dann benötigen wir mal seine Hilfe. Ich plane eine Expedition, bei der ich Hilfe brauchen könnte. Natürlich. Solltet ihr mich jemals brauchen, findet ihr mich hier. Wenn Daenerys sein Anwesen zurückhaben will, kann er gerne herkommen und seine Ansprüche geltend machen. Abgesehen davon stehe ich euch jedoch zur Verfügung. Na dann, das ist doch sehr schön, aber wir nehmen Carver wieder mit. So, Fëanor's Feindschaft plus 10, weil wir Magier sind. Fëanor's hat einfach ein Fable dafür, Magier umzulegen. So, aber Fëanor's Rekrutierung, wir müssen noch mit ihm reden.